Herzlich willkommen zum neuen Makeover-Video von unserem zukünftigen Arbeitszimmer/Gästezimmer. Das war mal unser Schlafzimmer und war zwischenzeitlich eine ganz schöne Rumpelkammer, weil unser Schlafzimmer ist ja nach oben gezogen. Dazu gibt es auch ein Room-Makeover mit vielen verschiedenen DIYs dazu. Und jetzt geht es halt hier an diesen Chaosraum. Als allererstes habe ich die farbige Wand neu gestrichen. Die Farbe hat mir eigentlich ganz gut noch gefallen. Aber es mussten ein paar Löcher zugespachtelt werden und dann musste man halt eh neu streichen. Und ich hatte noch so ein Leinenbeige einfach hier und habe gedacht, perfekt, ich wollte eh ein bisschen was Helleres für den Raum jetzt haben als Gästezimmer, Arbeitszimmer. Deshalb habe ich mich dafür entschieden, hier einen Beige-Ton zu streichen. Dadurch, dass die alte Farbe relativ dunkel davor war, musste ich das Ganze zweimal streichen. Jetzt ist es aber schön hell. Und wir stellen schon mal die ersten Möbel rein. Wir haben uns nämlich auch ein Schlafsofa gekauft, weil, wie gesagt, soll Gästezimmer werden. Deshalb haben wir uns ein Schlafsofa geholt. Schöne Couch. Ja. Nee, ich habe keine Zeit, mich da hinzusetzen. Nee. Ich muss das jetzt hier montieren und hier, Klopapier, du weißt, es ist dringend. Ja, und das Schlafsofa soll jetzt mal hier an diese Ecke hinkommen. So. Perfekt. In diesem Zustand ist es jetzt eine normale Couch. Und so wird das Ganze zu einem chilligen Gästebett. Und jetzt finde ich, ist das Problem und muss ich hier an der Wand anlehnen. Und dafür habe ich eine coole Idee. Von unserem Umbau haben wir noch ganz viele USB-Platten übrig gehabt. Das heißt, ich habe mir da einfach eine geschnappt und die auf 1,40 Meter Breite runtergesägt und am Rand überall erstmal diese Nut bzw. Feder weggesägt. Anschließend habe ich mir dann einen Eimer genommen und den Radius übertragen auf die Ecken von dem Headboard, sodass ich halt nachher die Ecken absägen kann und da jeweils eine schöne Rundung dran habe. Nachdem ich das dann überall abgesägt hatte, habe ich mein Schleifgerät genommen und bin einmal überall schön drüber gegangen. Und dann habe ich noch die Oberfräse genommen, um halt die Kante so ein bisschen zu brechen. Ich wollte einfach keine so eine harte Kante, sondern so eine richtig schöne Rundung. Nachdem das Brett dann überall schön geschliffen war, habe ich es reingenommen ins Büro und hier habe ich mir einen Leinenstoff genommen, den wir noch da hatten. Und da habe ich mir ein Stück runtergeschnitten, was reicht für dieses Headboard. Habe es auf den Boden gelegt und das Headboard dann kopfüber draufgelegt, also die schöne Seite, die nachher in den Raum zeigt, nach unten. Und mit einem Tacker habe ich dann einfach den Stoff hinten festgetackert. Ich habe erst auf einer Seite angefangen und dann immer die gegenüberliegende Seite festgetackert, sodass man immer eine Seite festmacht und auf der anderen Seite spannt man. Und ich hatte ein bisschen Sorgen, dass es vielleicht irgendwie so ein bisschen faltig werden könnte, aber es ist wirklich super, super gut geworden. Das habe ich dann einfach einmal ringsrum gemacht und immer wieder gut gespannt und nochmal hingetackert. Nachdem ich dann überall die Tackerklammern drin hatte, habe ich eine Schere genommen und den überschüssigen Stoff einfach abgeschnitten. Und jetzt kommt das Klebeband zum Einsatz, was ich noch so viel da habe. Und zwar ist das Klebeband von dieser Unterlage vom Parkett, also von der Trittschalldämmung. Das verklebt man immer, habe ich auch gemacht, aber es ist irgendwie in so Massen dazu geliefert worden, sodass ich das noch viel da hatte. Und da habe ich gedacht, klebe ich das einfach hinten drüber über das Brett, also über das Brett und über den Stoff, sodass da nachher das schön ein bisschen reflektiert. Denn hier soll jetzt gleich eine LED-Leiste hinkommen. Und damit man die LED-Leiste nachher auch befestigen kann und das ganze Headboard an der Wand auch hinschrauben kann, habe ich mir nochmal Restholz genommen und hier mir so 4 cm Streifen runtergesägt. Und da habe ich dann einfach Löcher reingebohrt und die im richtigen Abstand hinten an die Platte hingeschraubt. Dann mir meine LED-Leiste genommen und die halt ringsrum an dieses Holz hingeklebt, sodass es nachher eine schön indirekte Beleuchtung wird. Hier ist jetzt das Headboard. Ich finde es mega cool und freue mich, das Ganze jetzt hier hinten zu befestigen. Um das Ganze zu befestigen, habe ich hier die Easy DIY Box von Fischer. Besser könnte es ja nicht passen. Easy DIY, Easy Alex. Die Box ist auch wirklich super cool, weil da sind 131 Teile drin, mit der ihr eigentlich alles befestigen könnt, was ihr wollt. Also egal, ob jetzt an der Decke oder an der Wand, da ist immer das Passende mit drin. Zum Beispiel sind einige von den Duo Power Dübeln mit drin. Das Coole an denen ist, die passen sich immer an die jeweilige Wand an. Also egal, ob ihr jetzt irgendwie eine Betonwand, Steinwand oder Rigipswand habt, der Dübel hält, egal in welcher Wand, quasi perfekt. Dann sind auch einige Holzschrauben mit dabei. Das sind aber keine normalen Holzschrauben, sondern spezielle Holzschrauben, weil die könnt ihr zum einen in Holz schrauben, also ihr könnt Holz damit verschrauben, ihr könnt Dinge in der Holzwand aufhängen.
Ihr könnt damit aber auch halt in den Dübel reingehen, weil normale Holzschrauben sind eigentlich nicht dafür geeignet, um die halt in den Dübel reinzudrehen. Mit diesen Schrauben geht es schon und die haben auch so einen Linsenkopf und so ein Linsenkopf eignet sich besonders gut, um irgendwelche Regale zu befestigen. Was ich auch super praktisch finde, ist der mitgelieferte Bohrer. Ich bekomme nämlich auch so oft die Frage, oh Alex, welchen Bohrer soll ich verwenden für welchen Dübel? Die Frage stellt sich halt hier jetzt nicht mehr. Ihr habt auf jeden Fall den passenden Bohrer für den Duo Power Dübel hier mit dabei. Was auch mit drin ist, sind zwei verschiedene Haken. Zum einen ein Rundhaken und ein Winkelhaken. Und bei dem Winkelhaken habe ich mir gedacht, der bietet sich doch perfekt an, um unser Headboard an der Wand zu befestigen. Und deshalb habe ich vorhin unten in diese Holzleiste zwei Löcher reingebohrt, in die nachher einfach der Winkelhaken reingeht. So, dann nehme ich mir die mal und stelle sie mal hin das Sofa. So. Einmal kurz anmachen. Nice. Das ist doch schon mal eine richtig coole indirekte Beleuchtung. Und zum Aufhängen würde ich sagen, machen wir es noch mal kurz zum Bett. Und das soll natürlich irgendwie so in der Höhe sein. 60 cm ist es auseinander. Dann von hier 58. Jetzt aber 60 auseinander. Also machen wir hier so. 60 cm habe ich gemacht. 60. Und dann hier die zwei Löcher bohren mit dem Bohrer aus der Easy DIY Box. Guten Fischerdübel rein. Chip. Und hier. Chip. Und dann die Haken schnappen und reindrehen. Dann wollen wir einmal aufhängen. Wow, nice. Cool. Mega geil. Und es ist halt jetzt so vom Anlehnen viel schöner, als wenn man sich hier an die kalte Außenwand anlehnt. Und gleichzeitig ist es halt auch eine mega schöne Beleuchtung. Also die indirekte Beleuchtung finde ich schon mal mega und vielleicht habt ihr es ja schon gesehen, hier ist ein bisschen Farbe eingezogen. Wir wollten so eine bisschen specialige Wand hier drin haben und deshalb habe ich mal ein Bild gemacht von der schon gestrichenen Wand und wir haben das dann ans iPad geschickt und hier haben wir einfach mal so gezeichnet, wie es uns gefallen würde. Wir wollten auch, dass die Farbe so ein bisschen auf die andere Wand drüber geht und haben das einfach mal so ein bisschen gescribbelt. Nachdem uns das dann gefallen hat, haben wir einen Bleistift genommen und hier die Form schon mal schön angezeichnet auf der Wand. Das hat Marie übernommen, die kann das richtig gut sowas. Und ich habe dann einfach einen großen Pinsel genommen und schon mal die großen Flächen in den jeweiligen Farben gepinselt. Hier ist es auf jeden Fall wichtig, dass man zuerst die Farben macht, die nachher unten liegen, denn nachher kommen nochmal Farben oben drüber. Das heißt, erst muss die eine Farbe getrocknet sein, bevor man die andere Farbe streichen kann. Ja, und so haben wir uns dann abgewechselt. Der eine hat die Blobs komplett ausgemalt, der andere hat die Konturen schön mit einem feineren Pinsel nochmal nachgezogen. Und nachdem dann die vier größeren Blobs überall angemalt waren, habe ich nochmal einen dünnen Pinsel genommen und hier mit den gleichen Farben so Linien nachgezogen. Ich finde, das sieht auch immer schön, wenn man dieses bisschen fettere mit was sehr feinen Filigranen kombiniert. Ja, und da einfach nochmal die Farben kombiniert, die wir eh schon an der Wand haben. Ich finde, das sieht so cool aus. Ich bin richtig happy, dass wir das gemacht haben. Das macht den Raum zu sowas richtig Besonderem. Jetzt stellen wir hier einmal wieder die Kommode hin. So, kommt die ungefähr hin. Können wir direkt schon mal eine kleine Lampe hier aufstellen. Mega schön. Ich habe mir gedacht, es wäre doch auch cool, diese amorphe Optik auch noch als Wandregal irgendwie so fortzusetzen und das Ganze nicht nur zweidimensional zu haben, sondern auch dreidimensional. Und deshalb habe ich mir nochmal Restholz genommen und hier die Bobbelform nochmal angezeichnet auf einem Holzbrett. Hier einmal Löcher reingebohrt für das Fachbrett, was nachher reinkommt. Und auch zwei Löcher für die Befestigung an der Wand. Dann habe ich mir noch ein Brett runtergesägt für das Regalbrett quasi. Das habe ich einfach dann hingestellt und von hinten festgeschraubt. Dann habe ich alles einmal gestrichen. Ich habe mich hier für diesen Rosaton entschieden, weil ich den über dem Sofa nochmal ganz cool finde, neben dem Grün. Ja, und dann habe ich das Gleiche nochmal ein bisschen kleiner gemacht, also nur für so einen Blumentopf. Das habe ich dann in einer anderen Farbe gestrichen. Und dann ging es ans Aufhängen und hier habe ich mir wieder die Easy DIY Box genommen. Denn hier sind ja wieder die Dübel drin und auch die passenden Schrauben. Das heißt, ich habe erstmal wieder gebohrt mit dem Bohrer, der dabei ist, habe die Dübel reingesteckt und diese zwei Regale jeweils festgeschraubt. Ich habe mir dann noch einen Rundhaken und einen Dübel geschnappt und in dem Eck über dem Sofa dann ein Loch reingebohrt, da den Dübel reingesteckt und den Rundhaken eingedreht. Und hier habe ich dann so einen Makramee aufgehängt, wo man nachher so einen Topf reinstellen kann. Ich wollte nämlich irgendwie noch was haben, was vor diesem grünen Bobbel hängt. In diese Ecke kommt jetzt ein Schreibtisch hin.
So. Dann ist das jetzt einfach auch so unser privater Arbeitsplatz. Und damit wir noch ein paar Sachen aufbewahren können, habe ich hier noch einen alten Rollcontainer. Und den habe ich mal auf der Straße gefunden und gedacht, daraus muss ich doch irgendwann mal was machen. Habe den einmal abgeschliffen, habe ihn erst braun lasiert. Das hat mir dann aber nicht so gut gefallen. Deshalb habe ich ihn dann noch in so einem hellen Beige lackiert. Und dann habe ich mir so Stäbe genommen, die sind so geriffelt. Habe mir immer 9 cm Stücke runtergesägt und die dann nebeneinander auf diese Schublade vorne drauf geklebt. Das hat perfekt immer gepasst, dass man 6 nebeneinander legen konnte. Das Ganze habe ich dann trocknen lassen und vorne noch so Griffe hingemacht. Da habe ich mir einfach ein Rundholz genommen und dann ein Stück abgesägt, sodass es halt nicht wegrollt, sondern quasi hält dieses Rundholz und das mittig angeschraubt. Und aus diesem restlichen Rundholz habe ich dann auch noch 4 Füßchen unten hingemacht. Die habe ich von innen festgeschraubt. Alle Schubladen wieder rein. Ja, und jetzt ist es fertig. So, und das schieben wir mal hier seitlich hin. Herrlich. Schreibtischlampe drauf. Ich habe hier jetzt noch 2 so riesen Wäscheklammern. Die habe ich mal lackiert und ich habe mir gedacht, die passen noch ganz gut hier an die Wand hin. Dann kann man da einfach irgendwie Postkarten oder irgendwelche wichtigen Briefe hinmachen. Und in der Fischer Easy DIY Box gibt es auch so Montagestreifen. Und die kleben wir einfach einmal hinten drauf und können es dann an der Wand ganz einfach befestigen. Und das Coole ist, die kann man jederzeit auch wieder rückstandslos wegmachen. Anschließend habe ich mir dann noch die Magnetkralle aus der Easy DIY Box genommen. Die kann man einfach von Hand reindrücken und dann hat man in der Wand so eine kleine Metallplatte und dabei ist auch ein Magnet und so kann man halt irgendwelche Postkarten oder sowas auch noch an der Wand anpinnen. In der Box gibt es auch noch eine Bilderkralle, die funktioniert eigentlich genau gleich wie die Magnetkralle, kann man auch mit der Hand eindrücken und dann halt ein Bild aufhängen oder wie in meinem Fall einen Kalender. Dann habe ich noch die letzten Sachen zurechtgerückt, einen Teppich hingelegt, den finde ich nicht ganz ideal, aber hatten wir halt noch hier und dann war es fertig. Jetzt hoffe ich sehr, euch hat das Video gefallen. Ich bin mega gespannt, was ihr zu dieser außergewöhnlichen Wand sagt. Ich finde es auf jeden Fall mega, mega cool. An dieser Stelle auch nochmal vielen Dank an Fischer für die Unterstützung in diesem Video. Ich kann euch, wie gesagt, diese Easy DIY Box nur empfehlen. Da ist wirklich immer alles drin, was man braucht, um zu Hause was aufzuhängen. Egal, ob es Lampen sind, Bilder, Gardinen oder sowas. Da ist immer das Richtige auf jeden Fall drin. Wie immer freue ich mich auf jeden Fall auf eure Unterstützung in Form von einem Kommentar und einem Abo. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns das nächste Mal wieder zum neuen Video. Macht's gut, bis dann. Ciao, ciao.